Leute, zu diesem letzten Video im Jahre 2015. Zumindest ist bei mir gerade der 31. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis es hochgeladen ist. Also wollte ich auch, nenne ich es halt mal so. Und zwar habe ich eine kleine Rakete gebaut. Und ja, gucken, ob die reinhaut. Wir brauchen gar kein Feuerzeug. Zack, so. Und jetzt gucken wir mal, ob die reinhaut. Jo. Okay, hier sind die wohl gelandet. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber so ist das auch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir gedacht, verbessern wir das Ganze ein bisschen und haben hier hinten nochmal ein bisschen TNT versteckt. Was wir in diesem kleinen Haus anzünden werden. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte da rein. Eigentlich wollte ich da rein, dass man das nicht so sieht, wie das hier backt. Das wollte ich eigentlich nicht, dass das so backt, ey. Ich wollte es eigentlich so, wir gehen in das Haus, zünden von da aus an. Da ist über Bedrock oder wie das heißt. Und dass man das Ganze hier nicht so sieht. Das ist ja dann ein bisschen doch aus dem Ruder gelaufen, aber so sind es auch schöne Bilder zum Ende des Jahres 2015. Und das kann man dazu sagen. Wenn ihr einen sagt, und was habt ihr im Jahre 2015 gemacht und der Typ nervt euch, dann sagt ihn einfach das hier. So. Ich finde es immer so lustig, wenn man so springt, überall ist es hell und zwischendurch ist dann so ein dunkler Fleck. Das ist voll lustig. Ne Kuh, du findest das auch lustig, ne? Zack, da mal kurz Licht hin. Da nochmal Licht hin. Ja, das war jetzt ein bisschen größer als die kleine Sprengung da. Aber, komm. Wir bohren uns mal ein ganz tiefes Loch runter und gucken, ob wir damit noch ein bisschen Explosionsschaden machen können. Weil das finde ich doch ein bisschen blöd. Ich kann euch ja mal fragen, so wie feiert ihr Silvester so? Was macht ihr? Habt ihr viele Böller? Habt ihr wenig Böller? Ich muss ehrlich sein, dieses Jahr habe ich keine Raketen. Ich habe nur Böller, normale, aber ich habe auch sehr viele Schinderböller. Von letztes Jahr, ich habe mir nämlich letztes Jahr so, ich glaube, 20 Euro oder so ein Pack gekauft und 40 Schinderböller. Die werde ich jetzt heute alles verbraten. Ja, ich habe ehrlich gesagt alles von letztem Jahr übrig. So, gucken, ob wir damit einen großen Schaden machen können. Ich gehe mal davon nicht aus, aber Versuch ist es wert. Obwohl, das sieht doch schon ziemlich cool aus. Oh, das geht doch ziemlich tief rein. Aber das Wasser, das ist blöd für das, was ich gleich vorhab. Komm schon. Weil irgendwie ist mir das zu wenig als letztes Video für dieses Jahres. Da muss noch mehr kommen. Aber erstmal muss ich das Wasser stillen. Immer noch was? Meine Güte. Kommt da immer noch was durch? Und zwar habe ich mir vielleicht gedacht, den Zombies auch noch ein schönes, frohes Jahr zu wünschen. Einmal hier machen wir eine Plattform hin.
weil Zombies ohne Minecraft ist auch gut. Deswegen würde ich sagen, wünschen wir den Zombies ein frohes neues Jahr, dass ganz viele Zombies sterben werden. Brennen die jetzt? Ah, ich habe noch auf friedlich. Oh nein, scheiße. Vielleicht zünden wir das TNT an? Nein. Das wusste ich aber auch nicht, dass brennende Zombies TNT nicht anzünden. Aber ich möchte nicht, dass die brennen. Dann nehmen wir die anderen Zombies hier. Setzen davon mal ganz viele, dass viele feiern können. Viele Zombies. Zombies. Sind jetzt nicht die echten, weil ja Tag ist. Ah, doch, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Nämlich mit TNT. Und zwar machen wir nämlich hier so eine Schicht, dass da kein Dings mehr. Kein Lava. Lava? Kein Sonnenlicht durchkommt. Quasi wie in so einer Höhle. Guck mal, die hüpfen ja, die tanzen schon, die freuen sich alle aufs neue Jahr. Das sind schöne Zombies. So. Kann man den lieben Zombies Arman frohes Fest wünschen. So. Hier ist es jetzt recht dunkel. Also sollten hier die normalen Zombies nicht anfangen zu brennen. Sehe ich damit. Wieso gehen die denn? Nein. Oder, hä? Scheiße. Und jetzt sind wir hier mittendrin. Ich möchte noch ein paar normale Zombies setzen. Ja. Normale Zombies. Die Zombie-Party, die Zombie-Party. So. Ich komme jetzt nicht mehr raus. So. Aber ich habe natürlich vorhin nicht umsonst aus Versehen Lava genannt. Nämlich wir lassen jetzt Lava runterfließen. Und dann werden die ganzen Silvesterfeiern in der Lava. Stelle ich mir nämlich voll lol vor, wenn die da so feiern, springen, sich alle ja wünschen. Und dann kommt Lava runter und die explodieren. Sieht es schon, wie es so langsam runterfließt. Bisschen dramatische Stimmung. So ganz langsam runterfließt. Na, Spaß beiseite. Das dauert lange. Schieben wir mal ein bisschen TNT nach. Lava nach. Das wäre geil, wenn man TNT werfen könnte. Hauptsache, das brennt nicht. Jetzt brennt es. Und jetzt da unten. Okay. Jetzt werden wir das ganze Lava wieder, die ganze Lava wieder stillen. Und die nächste Party machen. Und ich wollte es eigentlich so machen mit verschiedenen, aber das dauert dann nachher doch zu lange. Hier fließt jetzt alles schön runter, deswegen sehen wir jetzt auch nichts, weil wir in die Lava schwimmen. Genau, Lava surfen. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Das TNT ist hier runtergeflogen. Vielleicht sind wir schneller als die Lava. Lol, hier hat sogar eine verzauberte Lederrüstung überlebt. Auch nicht schlecht. Meine Fresse, wie lange dauert das denn? Ja, dann warte, machen wir das mal eben. Genau, ein Screeper.
Hey, du sollst da runter schwimmen. Fliegen. Squeeberbody, Squeeberbody. Dum, 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 da, dum. Schön dramatische Musik. Dum, 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 da, dum. Wo wir gerade bei der Star Wars Musik sind. Ich war natürlich in den neuen Filmen drin. Und ihr könnt euch ihn angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Squeeper-Attacke. Wir stellen jetzt hier, wo die ganzen Squeepers sind, stellen wir noch ein paar hin. Mann, ich will die alle noch da, aber das geht nicht so. Der eine explodiert und die andere sterben. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, wenn einer so brennt, also angezündet ist, dass die anderen nicht sterben, sondern auch an sich selbst anzünden. Lol. Habt ihr gesehen, die haben so eine Sprennung einfach so überlebt. Ja, hallo, Squeeper. Bäm. Weiter, wie lange lebt der? Blöd, dass das jetzt so lange dauert, deswegen würde ich jetzt mal schnell Slimes, nenne ich Spinnen. Spinnen können leider klettern. Slime, 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 Slime. Enderman können wir vielleicht noch. Silberfische auf jeden Fall, Skelette auf jeden Fall. Slime haben wir schon. Und auch schon runtergefischt. 9. Magma-Schleim, genau das war das andere. Dam, dam. Scheiße. Die fallen ja gar nicht runter. Ah, doch, jetzt. Ach, setzen wir mal ein paar davon. Die feiern mit Silvester. Ein paar Hasen. Keine Ahnung, wieso jetzt Hasen, aber wieso nicht? Skelette. Oh, Silberfische natürlich. Kann man denn Silvester ohne Silberfische feiern? Jetzt alle runter. Normale Slimes. Slime, Slime, Slime. Und Endermans. Und wir werden ein Enderman ansehen. Dum, dum, dum. Jetzt mal gucken, wie sich das unten alles aussieht. Lol. Und alle springen freiwillig in die Lava. Und dann würde ich sagen, guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann würde ich sagen, frohes Silvester und bis dann. Ciao.